Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Divinity Original Sin 2. Die letzte Aufnahme ist kaputt gegangen. Tut mir leid. Lässt sich jetzt leider nicht mehr wieder herstellen. Also habe ich jetzt einfach mal verworfen. Aber ich habe eine neue Taktik in der entwickelt. Und die hat auch gar nicht mal so schlecht funktioniert. Achso. Bleib mal hier. Nicht so weit weg. Das sollte ganz gut funktionieren. Na. Okay, der wird jetzt eh unter Traumgift gesetzt. Scheiß drauf, dass Bestie jetzt auf die Fresse kriegt. Okay, er hat nur Bande der Pein aktuell. Das hier muss ich mir echt mal merken. Weil das ist wirklich was Wichtiges. Gucken wir mal, dass wir das Traumgift muss ich nämlich loswerden gleich. Sehr schön. Macht er. Der rennt hier irgendwo rum. Wahrscheinlich will er ihn hier töten. Den roten Prinzen. Oh, nee. Okay, von mir aus. Die Alte muss auf jeden Fall drauf gehen. Die ist nämlich super nervig. Die hat nämlich ein paar richtig unfaire Sachen auch drauf. Wird es eh langsam kritisch, weil Autschi.
Ach komm. Reicht das jetzt wenigstens? Oh nein, gerade ausgerechnet Talabon an. Ne, warte mal, Quatsch, wie habe ich dich genannt? Doch, Talabon. Ah, ich hätte ihn vorher wegteleportieren sollen. Ist nicht so wild. Guck mal, dass du irgendwas trinkst. Hey! Blöder Dreck. Ah, lass Talabon mal in Ruhe, den brauche ich. Ja. Ach nö. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich diese Dinger echt zum Kotzen finde? Okay, das ist jetzt ein Problem. Was macht ein Gegner eigentlich? Ja. Wie viel hast du gegen ein bisschen? Sonst habe ich aber nur, ich habe nur Wasserangriff primär, genau. Alter! Achso, da kann ich sterben, das ist gut. Oh nein, lass bitte einen roten Prinzen in Ruhe. Sehr schön, er ist auf jeden Fall noch dran. Das heißt, er kann gleich die Hühnerkralle einsetzen. Weil die kommen nämlich nicht in den Kampf rein, wenn man das nämlich so macht. So, wie viel kostet das? Eins nur. Scheiße gelaufen, hä? Okay, was genau macht das? Servern angreifen oder Objekten interagieren? Bockhock! Sehr schön. Blutdurchtränkung.
Okay. Ja, damit sowas ist zu rechnen. Erstmal. Den hätte ich gern wieder. Gucken wir, dass es nicht zu viel wird. Leben am Rand ist noch nicht möglich. So viel Schaden wie möglich an dem anrichten. Ich glaube nicht, dass er eine Chance hat, das zu überleben auf irgendeine Art und Weise. Ich weiß, deine Macht ist wahrscheinlich um ein Vielfaches. Was? 95%? Du Arsch. Okay, er kann jetzt aber nicht beide erwischen. Das dürfte nicht passieren. Ach nee. Okay. Die Bestie müssen wir gucken, dass wir den wieder auf Kurs bringen jetzt. Was kann ich machen? Muss reichen. Ich will die bloß nicht irgendwie trinken. Ach komm, du Pisser! Die, dass die auch so viele Fähigkeiten haben, solche beschissenen. Na, ja, das ist natürlich jetzt super scheiße. Okay, das ist gut. Aber es hält jetzt zwei Runden. Ach, kann mich ja selbst unsterblich machen. Jetzt wird wahrscheinlich Bestie töten, genau. Uiuiuiui. Okay. Bin ich noch blind? Natürlich. Ah,
Ach, ich kann darauf. Ach, scheiße, wenn er nicht in meinem Team ist, kann ich nicht drauf zugreifen. Finesse klingt gar nicht so schlecht. Okay, Talamon ist jetzt gleich wieder. Ist noch eine Runde böse mit uns. Machen kann der eigentlich gerade nichts. Ja klar, er heilt sich, aber... Ich hoffe, die haben nicht noch mehr Liebesgranaten. Okay. Schön, dass du das jetzt auch noch machst. Ist egal, ich kann dich jetzt gleich... Ha, sehr schön, das hat endlich mal was Gutes. Bin nur gespannt, was er jetzt macht. Oh, scheiße. Achso, er ist auf seiner, auf ihrer Seite, aber er ist immer noch wahnsinnig, oder? Nee, müsste eigentlich sein. Ach, ich verstehe das. Manchmal verstehe ich das überhaupt nicht, aber ist egal. Hey, wie kommt die... Blute. Okay, sobald die verletzt sind, sind sie auch wirklich auf deren Seite, habe ich das Gefühl. Das ist scheiße. Dann habe ich jetzt keine Chance mehr. Ja, das war's im Grunde. Ey, das kotzt mich. Wieso bin ich jetzt schon wieder geblendet? Muss ich nochmal machen. Es sieht bis zu einem gewissen Punkt immer super aus und damit einmal bricht das ganze Konstrukt zusammen, weil die diese, also diese Scheiß, ich habe Liebesgranaten, ich habe Wahnsinn, ich habe das, ich habe das. Das ist so scheiße. Die haben alle immer irgendwelchen geilen Kram und du hast nichts. Also ich habe zwar auch haufenweise Zeug, aber das hilft mir in den meisten Kämpfen nicht weiter. Und die haben auch immer so extrem viel Rüstung. Vielleicht soll ich wirklich mal die Beherrschung einfach mal wegnehmen. Einfach nur, dass die es nicht gegen mich einsetzen können. Das ist aus meiner Sicht noch fast das Schlimmste gewesen gerade mit. Weil solange die auf deren Seite sind, kann ich halt nichts machen.
Nee, wisst ihr was? Eigentlich wäre fast. Ich kann auch einen Blutregen machen, oder? Mach ich lieber so eine Inkarnation. Man kann ihn übrigens aktuell nicht angreifen, habe ich versucht. To betray me. The beast makes the dream of you ain't getting out of these. Fight on without me. The devourer's victory spells doom for us all. Okay, was hat das nochmal gemacht? Okay, noch mehr. Gut. Du wartest jetzt mal. Gut, zur Not könnte ich tatsächlich da hinten was machen. Du wartest jetzt mal. Oh, er hat ihn geholt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die werde ich dann gleich meine Seite ziehen. Okay. Ich muss jetzt gucken, dass ich den... Ach, ja, natürlich. Oh, der hat Säure drauf. Das sagt nicht, da kommt dann. Okay, hol den mal.
Ach, der hat Vampirfähigkeit, das ist natürlich scheiße. Wahrscheinlich geht Talamon jetzt drauf. Natürlich. Es wäre mal schön, wenn die nicht 100.000 Fähigkeiten mit einmal einsetzen würden. Er steht doch direkt neben dir. Nö, also manchmal verstehe ich es überhaupt nicht. Er steht wirklich direkt neben ihm. Er steht fast auf ihm. Ja, nee, das geht nicht. Du hast zwar eigentlich die Sichtweite, aber er steht direkt neben dir. Wieso geht das dann manchmal nicht? Die greifen doch auch durch Schleier teilweise an und... ja, du kannst nicht durch Dampf sehen. Die können das. Der kann das. Du kannst aber nicht. Warum? Ja, ist halt so. Das verstehe ich manchmal nicht. Also, manchmal regt mich das Spiel schon ein bisschen auf. Klar, ich habe es auf sehr hohem Schwierigkeitsgrad, aber trotzdem finde ich es manchmal echt einfach scheiße, wenn irgendwie Sachen nicht so laufen, wie sie laufen müssten. Sicher ist auf jeden Fall der da unten. Ne, warte mal, es war nicht sicher, dass der immer das Traumgift kriegt. Okay. Ich gehe jetzt mal ein bisschen näher zusammen. Ich komme wieder die. Muss reichen. Auf wen hat das jetzt gemacht? Auf Bestie, gut. Ach komm schon.
Ja, ist okay, die kann eh noch euch angreifen. Greif dir mal da nicht weiter an. Ne, das geht nur auf die Bereiche hier. Jetzt ist sehr entscheidend, auf wen er geht, anscheinend auf Talamon. Nee, okay. Wow, das ist so übel. Moment, er müsste jetzt blind sein. Er ist blind, oder? Ne, er hat nur ersticken, komischerweise. Er hat doch jetzt kein. Genau. Ah, scheiße. Okay, bring die Alte da oben mal um. Wieso darf ich den eigentlich nicht kontrollieren? Ja gut, bringt euch gegenseitig um. Wie geht's dem jetzt gerade? Den bringt ihr auf jeden Fall um, wenn ihr so weitermacht. Und er sie hoffentlich auch.
Ja. Ey, kein Gelegenheitsangriff. Okay, ich muss jetzt echt gucken, was ich mache. Weil die Totems könnten aus Versehen die hier mit angreifen. Das wäre super scheiße. Warum haben die alle super viel Leben? So dürfte keine Schussreichweite zu dem bestehen. Genau. Der wird jetzt ihn töten wahrscheinlich. Dass ich dir einfach nur Schaden mache. Aber nur dir. Ich hau die Alte einfach um. Die muss jetzt echt mal langsam drauf gehen. Sehr schön. Das würde ich nach und nach fertig machen. Wir schaffen das. Ja, es ist immer klar, dass du einen Flug machst. Okay, Talamon ist tot. Das ist nicht so schlimm, den hole ich gleich wieder.
Okay, Bestie. Mach. Oh, komm schon. Blöde Scheiße. Okay, ich bin dran. Oh nein, ich war zu schnell. Da muss der Kondor her. Jetzt aber. Ich mach ich alle. Hey, es war ist keine Blutdurchtränkung. Ach egal. Oh, der macht Flächenschaden, das war mir gar nicht bewusst. Aber Bestie lebt noch. Leben am Rande geht aktuell noch nicht. Irgendwas machen, anderes auch nicht. Das sind beides welche, die schwach gegen Dings sind. So weit entfernt. Warte mal kurz. Noch 85% Wahrscheinlichkeit, wie kommt das denn? Ist deine Waffe zu hoch? Stimmt, ja, okay. Kann ich ihn noch provozieren? Oh, nicht gut. Oh, okay, dann sind die automatisch tot. Wo habe ich die Alte getötet? Kann ich dich? Nee. Ich mach mal ein Zwischenspeichern. Ich will wissen, ich will halt nicht, dass die jetzt auf mich überspringen gleich, die Angriffe. Nee, gut. Ja, ah, nicht so schlimm. Ach, außer Sichtweite, wie kommt das denn? Keine Ahnung.
Stimmt, die dürften die ja gar nicht angreifen, weil die im Kampf beteiligt sind. Ja, jetzt versucht er, ihn zu töten wahrscheinlich. Okay. Ich verschieße dich jetzt mit allem, was ich erstmal habe. Alles, was ich irgendwie erübrigen kann, wird auf dich geschossen. Das klingt sexueller, als es gemeint ist. Oh, manchmal scheint die anscheinend doch zu funktionieren. Ach, was weiß ich. Okay, weiter geht's hier. Ich zwing dich schon noch in die Knie. Kann Talamann doch wieder unsterblich machen, oder? Nee, kann nicht. Ah, geht nicht, schade. Also, Talamann kann doch gerade eh noch nichts machen. Der Schleier ist, glaube ich, das Problem. Gut. Jetzt kann ich ihn rein theoretisch auch in die Hühnerform verwandeln, oder? Weil die habe ich ja nicht umsonst. Geil, er ist ein Huhn. Dummes Auto. Oh, der hat das nur eine Runde lang. Aber eine Runde. Ah, okay. Ich kann jetzt eigentlich permanent auf diesem Level halten.
Also, ich habe ja noch ein bisschen die Hühnerkralle. Gucken wir mal, dass wir den irgendwie fertig machen. Kann ich dich umhauen? Immun gegen niedergeschlagen, danke. Aber er hat Säure drauf. Machen wir ihn weg. Stirb! Endlich! Du gehst mir auf den Sack. Na, Chloroform hätte ich noch werfen können. Memo an mich. Mehr Hühnerkrallenfähigkeiten. Schon komisch, dass er dagegen nicht immun ist. Oh, das hat ihn nicht erwischt. Okay, egal. Geht nicht. Letztes Mal.
Verreck schon endlich! Kann ich dich nicht einfach mit Heil-Items bewerfen? Das reicht leider noch nicht. Ja, die ist jetzt weg, leider. Verzaubern geht leider auch nicht, das wäre schön. Aber geht nicht. Trink mal einen Schluck. Was machst du jetzt? Okay, er versucht ihn wegzuholen anscheinend. Oh, hat er auch One-Hit? Nimm das. Das ist ein anderer Weg. Nee. Ja, es funktioniert. Man kann den echt niederschlagen. Au, das tat weh. So, das speichere ich jetzt auf jeden Fall nochmal. Weil ich will nicht, dass das jetzt schief läuft. Verrecke! Alter, warte, komm. Ganz ehrlich, ich habe zwischendrin nicht mit einem Sieg gerechnet. Was hat er dabei? Einhand Axt, Dolch und Gold. Wie komme ich wieder raus? Ach, wahrscheinlich über sie. Ja, passt schon. Die Träumerin. Oh, was für ein Kampf, ey. Wurde die Hühnerkralle hätte ich keine Chance gehabt, glaube ich. To walk a dream within a nightmare. Yet every spirit bound to the devourer is now free. The dreamer bows, low and lingering with respect. I shall draw you back to the waking world as soon as you are ready. Warte mal kurz. Also die Leichen sind alle verschwunden. Vielleicht kann ich den noch ein bisschen Energie entziehen. Also bei ihm fände ich es okay.
hast du jetzt davon? Blöde Sau. Nee, ist leer. Noch schön alles rausgezogen, was geht. Dann habe ich jetzt eigentlich auch alles Wichtige geschafft, was ich vorhatte. Okay, lass uns zurückbringen. You will wake in peace. I thank you. For we shall not meet again. The gods may now claim these fallen souls. Farewell. Okay, die Falltür. Da könnte ich eigentlich bis zum nächsten Mal schauen, was ich da machen soll. Aber generell sollte ich mal schauen. Da kann ich ja nicht mehr rein. Da würde ich gerne nochmal hin, aber ich habe tatsächlich einige Sachen so gelöst, wie es gedacht war, habe ich festgestellt, also als ich dann im Nachhinein nachgeschaut habe, zum Beispiel das mit den Trollen und dem Rauch, ja, habe ich tatsächlich so gelöst, wie man soll. Wenn ich jetzt irgendwo nochmal Hühnerkrallen finde, die nehme ich auf jeden Fall mit. Also es hat mir so den Arsch gerettet gerade. Es hätte so schief gehen können. Ist da was? Gibt es da noch ein paar Händler? Vielleicht haben die noch ein paar Hühnerkrallen. Das finde ich. Also das war richtig genial. Der konnte halt dadurch nichts machen, so wie die es ständig mit uns gemacht haben. Hab ich das jetzt mal mit dem Gegner gemacht. Ist auch bestimmt ein Schriftrollenhändler dabei. Oder ein Trankhändlerin. Ja, ja. Ja, nee, danke. Der hat anscheinend noch Waffen. Das ist ein Schmied, wie es aussieht. Dem habe ich anscheinend schon meinen ganzen Kram verkauft. Oh, es tut richtig gut, jetzt mal vorwärts zu kommen in dem Spiel. Was hast du denn? Du könntest Schriftrollen haben und Bücher. Na, Fertigkeit. Egal. Oh, die haben billig wenig Fähigkeiten, wenn ich ehrlich bin. Oder wie heißt die? Donalda. Ich weiß, es gibt irgendwo etwas, wo man noch rein kann. The Royal Guard's eyes widen as you... Marcus. Marcus Miles. Beast remains silent, though his clenched jaw reveals his resentment. He moves his hand towards his weapon. Calm yourself, Marcus. You don't know me, but I know you. The rebellion lives. You're lucky to have found an ally here. You won't find many in this house, and certainly not among the Queen's regiment. That Isbel hasn't found me out is a minor miracle. So the winds would blow me off course, then. Good to know, my friend. The guard leans closer to Beast, his voice tight. The rebellion is in danger. You are in danger. Do not reveal yourself here, Marcus. The guards won't know you unless you announce yourself. Your rebels brave the hinterlands. They brave the Wave Dancer, and now they brave a poisoned court. They need you alive. He nods to the door. Then takes the rigid stance of a proper royal guardsman.
enter the shop at your leisure. Okay, noch kurz überall rein. Oh, Milch. Die ist bestimmt noch gut, wenn die hier draußen gelagert wird. Ach, hier war ich doch schon mal. Ach, erstmal ein bisschen Schrott loswerden, tatsächlich. Dann halt gestohlen, ist mir egal. Wow, 3000. Oh, das schöne Höschen. Ich frage mich nur, ob ich hier hinten noch irgendwas machen kann. Aber das finden wir beim nächsten Mal raus. Dann würde ich sagen, das war Let's Play Divinity 2 Original Sin für heute. Ich sage ciao mit Wichtlein TV. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich das Vieh noch platt kriege. Ganz ehrlich nicht. Macht's gut. Ciao mit Wichtlein TV. Bye, Leute.